Hallo meine Lieben. Viele fragen mich oft, warum wir einen Schamanenkurs brauchen. Wir sind doch moderne Menschen, die in einer modernen Welt leben. Warum brauchen wir Wissen über Geister? Es scheint tatsächlich so, als ob dieses Wissen längst veraltet ist. Aber das ist keineswegs der Fall. Es gibt so etwas wie praktischen Schamanismus. Mit Hilfe schamanischen Wissens könnt ihr euer Leben verändern, die Vergangenheit und die Zukunft ändern, Beziehungen zu euren Liebsten verbessern, alle Streitigkeiten und Konflikte vermeiden und sie ganz vergessen. Wollt ihr gesund sein? Wollt ihr erfolgreich und schön sein? Wollt ihr, dass eure Familie, eure Liebsten und nahestehenden Menschen euch immer anlächeln, euch mit einem halben Wort verstehen und in Wohlstand leben? Wirklich? Seid ihr sicher? Wenn ihr das wirklich wollt, dann ist dieses schamanische Wissen für euch. Es ist nicht archaisch, es ist nicht von irgendwelchen wilden Menschen aus Höhlen oder Wäldern erfunden. Nein, schamanisches Wissen ist Wissen über unser Leben, darüber, wie man gesund, schön, erfolgreich und jung sein kann. Wie man seinen Liebsten Liebe schenkt und wie man sein Leben so gestaltet, wie man es möchte. Wenn ihr bereit seid, dies zu erfahren, schließt euch unserem Schamanenkurs an. Alles liegt in euren Händen und die Geister werden euch helfen. Sagt, habt ihr einen Traum? Etwas, von dem ihr vielleicht schon seit eurer Kindheit träumt? Was wollt ihr von ganzem Herzen? Habt ihr so einen Traum? Hat er sich schon erfüllt? Nein? Und warum denkt ihr, ist das so? Wenn eure Träume und Wünsche sich nicht so schnell erfüllen, wie ihr es gerne hättet, bedeutet das, dass ihr nicht genug Energie in der Seele von Boss habt. Die Seele von Boss ist ein riesiger weißer Vogel mit mächtigen, starken Flügeln. Die Seele von Boss wird uns von Ulgen, dem Gott der Zukunft, gegeben. Und sie ist die Seele unserer Zukunft. Wie schnell all eure Pläne und Ideen sich verwirklichen, hängt davon ab, wie viel Kraft in eurer Seele Boss ist. Vielleicht kennt ihr solche Menschen, die sich nur etwas wünschen müssen und es geschieht sofort. Es scheint, als hätten sie irgendwo einen Zauberstab versteckt, mit dem sie wedeln und alles wird ihnen auf einem silbernen Tablett serviert. Stimmt? Kennt ihr solche Menschen? Nun, das sind genau die Menschen, die sehr viel Kraft in der Seele von Boss haben. Wollt ihr das auch? Wollt ihr, dass sich eure Wünsche auf Wink mit dem Zauberstab erfüllen? Dann nehmt jetzt ein magisches Blatt Papier und einen magischen Stift und schreibt darauf euren Wunsch, euren sehnlichsten Traum. Das Allerwichtigste für euch. Es ist sehr wichtig, diesen Traum mit eurer eigenen Hand auf das Blatt Papier zu schreiben. Ihr dürft das nicht in ein Telefon oder Computer eintippen. Genau mit eurer eigenen Hand. Schreibt es auf. Ich warte. Habt ihr den Traum aufgeschrieben? Ausgezeichnet. Jetzt werden wir mit diesem magischen Blatt Papier eine magische Praktik durchführen. Aber bevor wir beginnen, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die mich sehr beeindruckt und erfreut. Einst kam ein Mädchen zu unserem Seminar. Ihr ganzes Leben lang träumte sie davon, Schauspielerin zu sein. Sie wollte singen. Sie hatte eine bezaubernde Stimme. Sie bewegte sich und tanzte phänomenal. Aber ihre Schauspielkarriere kam nie richtig in Gang. Ständige Castings, Proben, Wettbewerbe und ein komplettes Fiasko. Ja, man bot ihr einige Rollen an, aber es war nicht das, was sie wollte und brachte ihr kein Geld, sodass sie sich von Brot und Wasser ernähren musste. Unter nicht sehr komfortablen Bedingungen lebte. Und natürlich tadelte ihre Familie sie dafür. Ihre Mutter sagte ihr seit ihrer Kindheit, dass man mit Tanzen kein Geld verdienen kann und schickte sie deshalb zur wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung. Denn Papa ist Ökonom, Mama ist Ökonomin und auch dich werden wir gut unterbringen. Und wisst ihr was? Mit 25 Jahren gab das Mädchen auf. 10 Jahre Proben, 10 Jahre Castings. Sie war müde, ihre Hände sanken. Sie hatte keine Kraft und Energie in der Seele von Boss. Sie gab auf und begann, Wirtschaft zu studieren. Das erschöpfte sie furchtbar. Stickige Büros, Zahlen, Dokumente.
Aber das war einfach nicht ihr Ding. Ihre Energie versiegte und schmolz dahin. Als sie zu unserem Seminar kam, erinnerte sie sich noch an ihren Traum. Und um diesen zu verwirklichen, erwarb sie einen besonderen magischen Gegenstand. Der magische Gegenstand war dazu bestimmt, Wünsche zu erfüllen und Träume zu verwirklichen. Und wisst ihr was? Er gab ihr wirklich Kraft. Mit diesem magischen Gegenstand stand sie auf und legte sich schlafen. Und sie ging zu den Proben, die sehr wichtig und bedeutend für sie waren. Und es war nicht nur irgendein Film, es war ein Film von Martin Scorsese. Und wisst ihr was? Vor 10 Jahren war das ihre erste große Rolle bei einem großen Regisseur. Es hat alles geklappt. Sie wurde eine berühmte Schauspielerin, ein Star. Und ich bin sicher, viele von euch kennen sie. Deshalb, meine Lieben, lasst niemals die Hände sinken. Wenn ihr Kraft und Energie für euren Traum benötigt, nehmt sie und verwirklicht ihn. Lasst uns das jetzt gleich tun. Nehmt euer Blatt Papier, auf dem euer Traum geschrieben steht, und folgt mir. Ich bin so froh, dass ihr in mein Leben getreten seid. Ihr habt mir einen neuen Sinn des Lebens eröffnet. Als ich von einem Mentor hörte, dass meine Mutter gesund werden würde, wenn ich den Frauenkreis der Kraft durchführen würde, glaubte ich es zunächst nicht. Doch dann fing ich an zu handeln. Ich begann, Frauen einzuladen und Kurse abzuhalten. Und letztendlich hörte das Herz meiner Mutter auf zu schmerzen. Ich danke euch so sehr, meine Lieben. Praktik der Seele von Boss. Nehmt einen tiefen Atemzug. Eine ruhige, langsame Ausatmung. Entspannt euch vollständig. Und lasst euch von der Musik der Transformation in die subtile Welt entführen. Atmet tief und gleichmäßig. Taucht ein in die subtile Ebene. Die Welt der Geister, der Götter, die Welt, in der alle Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Ihr befindet euch in der subtilen Ebene. Ihr seht, wie sich der Raum um euch verändert. Um euch herum flimmert die Energie. Und alles ändert sich. Alles ist in ständiger Bewegung. Ihr erinnert euch an euer Ziel, an euren Wunsch, an euren Traum. Sprecht jetzt laut aus, wovon ihr träumt. Beginnt mit den Worten: Ich bin es wert. Und dann sprecht euren Traum aus. Fühlt, wie das euch mit Kraft erfüllt. Ich bin es wert. Ich bin es wert. Und ihr beginnt euch zu bewegen. Zu eurem Ziel zu laufen. Ihr stoßt euch von der Erde ab und beginnt zu laufen.
Nichts kann euch aufhalten. Niemand kann euren Erfolg verhindern. Nichts kann euch daran hindern, euren Traum zu verwirklichen. Und plötzlich steht vor euch ein dichter Wald. Ihr beginnt, euch durch diesen Wald zu kämpfen. Brecht Äste ab. Zerreißt eure Kleidung. Schürft eure Haut an scharfen Zweigen. Ihr verlangsamt nicht euer Tempo. Ihr bewegt euch vorwärts. Ihr hört Stimmen aus diesem Wald zu euch dringen. Wohin eilst du so? Beschäftige dich lieber mit etwas Nützlichem. Halt an. Oh, das brauchst du alles nicht. Es halt wird dir an. Sowieso nicht gelingen. Stopp. Wohin gehst du? Lass uns sitzen und ausruhen. Wohin läufst du so? Du verschwendest nur deine Warum Zeit sollte und ich Energie? Mir so viel Mühe geben es und Zeit Es wird dir sowieso nicht gelingen. Du kannst es auch lassen. Warum brauchst du das alles? Halt an. Hört ihr, wie diese aufdringlichen Stimmen um euch herum erklingen? Ihr schüttelt den Kopf. Um all diese Gedanken loszuwerden, ihr wisst genau, was ihr wollt. Ihr hört nicht auf die schwachen Gedanken. Indem ihr sie abschüttelt, lauft ihr weiter voran. Ihr durchbrecht den Wald der Unwissenheit. Nichts und niemand kann euch aufhalten. Vor euch seht ihr eine Lichtung und entkommt aus dem dichten Wald schwacher Gedanken. Vor euch liegt ein wilder, rasanter Fluss mit riesigen, scharfen Steinen. Ohne zu zögern, taucht ihr in diesen Fluss ein und schwimmt trotz der starken Strömung vorwärts zu eurem Ziel, zu eurem Traum. Ihr wisst, was ihr wollt. Und nichts wird euch aufhalten. Als ihr aus dem Fluss ans Ufer steigt, sind eure Kräfte fast erschöpft. Doch ihr stützt euch auf die Erde, steht auf und lauft weiter. Und da steht ihr vor dem letzten Hindernis. Ein riesiger Berg. Auf dem Gipfel des Berges. Euer Traum. Euer Ziel. Der Berg. Ist sehr steil und schroff. Und ohne auch nur einen Moment zu zögern, klammert ihr euch
an die Steine und beginnt nach oben zu klettern. Ihr steigt immer höher und höher und sagt euch, ich bin es wert. Ich schaffe es. Mir wird alles gelingen. Eure Kräfte schwinden. Ihr habt bereits so viel überwunden. Den undurchdringlichen Wald, den tosenden Fluss. Ihr seid fast auf dem Gipfel. Aber vor euch liegt eine vollkommen senkrechte Steilwand. Festklammernd haltet ihr euch gerade so im Bewusstsein, dass ihr jederzeit abstürzen könntet. Es fehlen die Kräfte, sich weiter festzuhalten. Es fehlen die Kräfte, höher zu klettern. Über euch ziehen weiße Wolken dahin. Und während ihr in den Himmel blickt, richtet ihr ein Gebet an Ulgen, den Gott der Zukunft. O mächtiger Ulgen Khan, du bist der Herrscher der Welt der Träume. Du erfüllst alle Träume und Wünsche. Hilf mir, Ulgen Khan, meinen Traum zu verwirklichen. Denn ich strebe danach nicht für mich selbst, sondern für meine Liebsten und Nächsten. Im Namen des Glücks aller Menschen auf Erden. O mächtiger Ulgen Khan, gewähre mir Unterstützung und Hilfe in meinem hellen Streben. Hilf mir. Und ihr seht, wie aus dem Himmel ein riesiger weißer Vogel zu euch herabschwebt. Das ist eure Seele von Boss. Ihr lasst den Fels los. Und der Vogel fängt euch im Flug auf. Ihr umarmt seinen Hals und ihr fühlt, wie das weiche Gefieder euch umhüllt, euch mit der Kraft erfüllt, all eure Wünsche zu erfüllen.
Die Seele von Boss. Mit ihren riesigen Flügeln schlagend. Eilt zum Gipfel des Berges. Eure Seele von Boss trägt euch zu eurem Traum. Ihr fühlt die Freiheit des Fluges. Die Kraft und die Unterstützung der Götter. Ihr erreicht den Gipfel. Und seht dort die Verwirklichung eures Traumes. Boss zieht einen Flügel zur Seite, um euch zu helfen, darauf herabzusteigen. Ihr steigt hinab und findet euch im Zentrum eures Traums wieder. Er hat sich erfüllt. Ihr habt das Gewünschte erreicht. Die Menschen um euch herum gratulieren euch, applaudieren eurem Triumph und Erfolg. Das, wovon ihr so lange geträumt habt, hat sich erfüllt. Dank eurer Anstrengungen, dank der Hilfe der höheren Energien, ihr habt euren Traum verwirklicht. Und in diesem Moment erkennt ihr, dass dies nur der Anfang ist. Vom Gipfel aus seht ihr einen riesigen Gebirgszug, auf dem noch viele unerklommene Gipfel liegen. Euer Traum hat sich erfüllt und das ist erst der Anfang. Es steht euch noch viel bevor. Hinter euch seht ihr den riesigen weißen Vogel Boss. Die Unterstützung der Geister der oberen Welt ist mit euch. Mit euch sind eure Liebsten und nahe Menschen. Ihr verdient das Allerbeste. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt den ersten Schritt auf dem Weg zu eurem Traum gemacht. Schaut euch noch einmal euren Wunsch an und lest ihn durch. Die erste Aufgabe. Jetzt schreibt jeden Tag, jeden Morgen euren Wunsch, euren Traum auf ein Blatt Papier. Es ist sehr wichtig, dies immer wieder neu zu schreiben, und zwar ohne auf die vorherige Formulierung zu schauen. Formuliert ihn jeden Tag neu.
Und selbst wenn die Formulierung sich ein wenig ändert, ist das nicht schlimm. Hauptsache, ihr schreibt mit eurer eigenen Hand, mit einem magischen Stift auf einem magischen Blatt Papier euren Traum, euren Wunsch. Er wird sich sicher erfüllen. Diesen magischen Zettel, den ihr jetzt bei euch habt, den ihr in der Praktik aufgeladen habt, faltet und legt ihn in eure Tasche oder euren Geldbeutel, irgendwohin, wo er immer bei euch ist. Sobald ihr zum nächsten Seminar kommt, nehmt unbedingt diesen magischen Zettel mit. Lasst euren Wunsch, euren Traum noch mehr Kraft und Energie aufnehmen. Lasst eure Seele von Boss, den mächtigen weißen Vogel, Energie und Kraft erhalten. Das wünsche ich euch wirklich. Und sucht jetzt gleich ein Amulett für sie aus. Ein wunderschönes, magisches Amulett, das ab diesem Moment euch und eure ganze Familie mit Energie und Kraft für die Erfüllung eurer Wünsche erfüllen wird. Viel Glück, meine Lieben. Mehr als 7 Jahre konnte ich nicht schwanger werden. Die Ärzte konnten keine Diagnose stellen. Mein Mann und ich sind gesund. Ich suchte Hilfe bei Heilern, aber auch das half nicht. Durch Zufall erfuhr ich von eurer Methode, lud andere Frauen zu euren Live-Seminaren und Online-Kursen ein. Und schließlich geschah ein Wunder. Jetzt ist meine Tochter schon 3 Jahre alt. Ich höre nie auf, euch zu danken. Lade deine Bekannten und Freundinnen ein. Teile mit ihnen den Link zu diesem Video. Je mehr wir sind, desto schneller werden wir die Welt retten. Wenn du ein Geschenk, eine besondere Musik der Weltraumfrequenz erhalten möchtest, dann hinterlasse deinen Kontakt. Klicke auf den Link und wir werden dir dein Geschenk per E-Mail zusenden. Folge dem Link in der Beschreibung oder scanne den QR-Code. Du wirst erstaunt sein über die starke positive Wirkung dieser Musik. Deren positive Wirkung wurde in wissenschaftlichen Studien bewiesen und stammt aus alten Tempeln. In unserer extremen Zeit, in der das Schicksal des gesamten Planeten auf dem Spiel steht, ist es sehr wichtig, dass das Wissen der Engel und Hellengeister so schnell wie möglich in der ganzen Welt verbreitet wird und Tausende von Menschen erreicht. So können wir die Zukunft der gesamten Menschheit verändern. Deshalb wenden wir uns an dich, geliebte Seele des Lichts. Verbreite das Wissen über unsere weisen Bücher und Filme. Teile Links zu Videos oder Zeichentrickfilmen. All dies ist verfügbar und kostenlos. Lade Frauen zu individuellen Praktiken, Webinaren und Seminaren ein. Und der große Geist des Lichts wird dir und deiner Familie helfen. Er wird eine enorme Menge an Energie lenken, um all deine Wünsche zu erfüllen. Die hellen Geister und Engel werden dir und deinen Lieben in allen Angelegenheiten helfen. Ein Strahl des Lichts und der Liebe von deinem Herzen erreicht die Herzen suchender Frauen und die Schaffung des Guten und die Verbreitung des hellen Wissens in die ganze Welt beginnt. Werde Teil der hellen Mission. Hilf den Menschen und Gott wird dir helfen. Schöne, reine Lichtseele. Wenn du diese Botschaft jetzt hörst, bedeutet das, dass du eine Schülerin einer großen spirituellen Schule bist. Es bedeutet, dass Engel und Lichtgeister dich auf den Weg geführt haben, der Liebe, Harmonie und Güte in diese Welt bringen. Die Geister haben dir eine Botschaft übermittelt, wie du noch schneller deine Superkräfte und die Kraft, die in dir schlummert, entfalten kannst. Wie du eine Hüterin deiner Familie werden kannst, eine Heilerin der Herzen und Seelen der Menschen, wie du deinen Verwandten und Freundinnen und Freunden helfen kannst, Wohlstand und Wohlergehen zu finden. Bist du bereit, dieses Geheimnis zu erfahren? Denn das große Wissen, das unsere spirituelle Schule bewahrt, das Wissen, das die alten Geister seit Jahrtausenden bewahrt haben, haben unsere Leiter des Lichts, die Avatare, in Pilgerreisen bei der Durchführung von Ritualen und Zeremonien aus alten Manuskripten gesammelt und das größte Wissen in Büchern, in animierten Meisterwerken, Zeichentrickfilmen und Filmen unserer Schule zusammengetragen.
Dieses Wissen ist nirgendwo sonst auf der Welt zu finden. Es wird von den Lichtkräften zur Rettung aller Menschen, unseres gesamten Planeten, der gesamten Menschheit weitergegeben. Und du bist es, die von den Engeln auserwählt worden ist, du Wertvolle. Lege jetzt deine Hände auf dein Herz und spüre den Ruf der Geister in Ediruch. Sie sind es, die dich auf diesen Weg gerufen haben. Und du musst dieses große Wissen in dich aufnehmen. Indem du die Bücher unserer Schule liest, auf unseren Seiten gibt es eine riesige Anzahl einzigartiger Bücher, die das Wissen der gesamten Menschheit im Laufe der Geschichte enthalten. Das Wissen über die Geister, über die subtile Ebene, das Wissen über die Engel, das Wissen über Heilung und die Geheimnisse von Reichtum, Erfolg und Wohlstand. All dies steht dir zur Verfügung, wenn du jeden Satz in diesem Buch genau liest. Schließlich sind alle unsere Bücher mit Erfolg und Wohlstand aufgeladen. Sie haben eine heilende Kraft für dich und für deine Lieben. Du musst unsere Bücher viele Male lesen, das Wissen studieren und die Zeichentrickfilme und Filme anschauen. Und dann wirst du Energie und wahres Verständnis bekommen, die dir helfen werden, jede Situation zu lösen. Alle Schwierigkeiten im Leben werden für dich nur ein Sprungbrett zu deinem Erfolg, Wohlstand und Glück. Und du wirst in der Lage sein, einen Ausweg aus jeder Lebenssituation zu finden. Überarbeite die Materialien unserer Schule viele Male. Und durch dich wird die Kraft und der Fluss zu deinen Lieben, deiner Familie, deinen Kindern, deinen Haustieren, deinen Verwandten und sogar zu deinen Vorfahren gehen. Dein Karma der Abstammung wird geheilt, wenn du ein Buch liest, das mit Geistern und Engeln aufgeladen ist. Wenn du dir die animierten Meisterwerke, Zeichentrickfilme und schamanische Cartoons ansiehst, kommt die Energie durch den Bildschirm zu dir und wird durch dein Herz auf die Menschen um dich herum übertragen. Auf diese Weise findet die Heilung des gesamten Planeten statt. So wird der Einfluss der Engel und aller Lichtkräfte übertragen. Sie legen ihr Wissen in unsere Bücher, in unsere Filme, in unsere spirituellen Praktiken und Seminare. Und wenn du dieses Wissen in dir aufnimmst, indem du es mehrmals liest, nachdenkst und jedes Wort der Wahrheit durch dich und deine Erfahrung hindurchgehen lässt, erst dann können sich die Lichtkräfte auf der Erde manifestieren. Durch dich, kostbare Lichtseele, erkenne jetzt deine große Mission und lege deine Hände auf dein Herz und sage: Ich bin bereit, meine große Bestimmung zu erfüllen. Die Wahrheit und das große Wissen der geistigen Schule zu erfahren. Ich bin bereit, eine Leiterin der Lichtkräfte für die ganze Menschheit zu werden. So sei es. Die weiseste spirituelle Schule auf dem Planeten. Ein Schatzhaus alter, heiliger Kenntnisse. Tausende von Schülern weltweit. Mehr als 500 Seminare pro Jahr auf 4 Kontinenten. 30 Nationalitäten, 7 Sprachen, hunderte von Wundern der Heilung und die Enthüllung von Superkräften. Para difundir el mensaje de Dios. I'm totally happy. Danke, es ist possible. Gracias, familia. Gracias, amor.
Das große Wissen unserer Schule umfasst 35 Länder. Wir enthüllen die Geheimnisse aller spirituellen Strömungen und Religionen. Schamanismus, Tantra, Orphic, Sanspsychologie, toltekische Magie, Raja-Yoga, psychoenergetischer Schutz, spirituelles Heilen, Praktiken weiblicher Perfektion, spirituelle Astrologie, Gebet und Meditation. Wissen von transplanetarem Maßstab. Dutzende einzigartiger Bücher sind in 7 Sprachen übersetzt und völlig kostenlos auf unseren Websites verfügbar. Geheimnisse der Jugend, Schönheit und Gesundheit, Mysterien der Liebe und harmonischen Beziehungen, wie man seine Talente und Bestimmung offenbaren kann, Praktiken zum Training von Superkräften, Gedankenlesen, Levitation, Teleportation, Chiromantie und viele andere. Wie man sich die Hilfe der Geister sichern und seine Ahnenlinie stärken, reich und wohlhabend werden kann. Geheimnisse der jenseitigen Welt, Gespenster, Geister, Engel, Leben auf anderen Planeten. Karmische Gesetze des Reichtums und Erfolgs, Antworten auf alle Lebensfragen von den größten Weisen der Menschheit. Alles, was dich immer interessiert hat. Von der Erziehung der Kinder bis zur Enthüllung von Hellseherei und dem Finden des Lebenssinns auf der Erde. Ich fühle mich jetzt viel mehr in meiner Kraft und ich fühle mich viel sicherer und ich fühle mich richtig schön und ich fühle mich wirklich wie eine Frau. Und wir sind in unsere weibliche Kraft gekommen und ich kann das Seminar wirklich jeder Frau empfehlen, die sich nicht so gut fühlt, die nicht in ihrer eigenen Kraft ist, und es wird wirklich besser. Ich habe beschlossen, einen Bruder für meine Katze Simba zu bekommen. Ich ging ins Tierheim, um eine geeignete Katze auszusuchen. Er war ein Straßenkater und hatte große Angst vor Menschen. Deswegen weigerte er sich, mit uns zu kommen. Der Kater war so wild, dass er sich nicht anfassen ließ und sich nur in seinem Käfig versteckte. Er wurde von den Menschen auf der Straße oft geschlagen. Deswegen hatte er vor allem Angst vor Menschen. Aber auch die Hunde bellten ihn an und jagten dem kleinen Kätzchen noch mehr Angst ein. Als Simba kam, um ihn kennenzulernen, zog sich der Kater in eine Ecke zurück. Er hatte Angst, aus seinem Versteck herauszukommen und versteckte sich mehrere Tage lang im Haus, manchmal in einer Schüssel, dann in Kleidern, zum Schluss in Taschen. Und er weigerte sich, Nahrung aufzunehmen. Er fraß tagelang nicht. Ich lockte ihn mit Hähnchenfleisch heraus. Er aß ein paar Stücke vor lauter Hunger, aber sobald er einen Menschen sah, rannte er vor Angst weg. In seinem kleinen Körper steckte noch der Schmerz der menschlichen Schläge. Allmählich gewöhnte er sich an die Umgebung, kam aus seinem Versteck hervor, fraß und erlaubte mir sogar, meine Hände nach ihm auszustrecken, aber nicht ihn zu streicheln. Er war strikt dagegen, hatte Angst und lief weg. Aber wir hofften aufrichtig daran, dass die Liebe jede Angst überwinden kann. Und mit großer Liebe streckte ich ihm meine Handfläche entgegen und ich schaffte es, den Kleinen zu streicheln. Er liebte es. Er schnurrte und erfreute sich. Nach und nach begann der kleine Kater mit verschiedenen Katzenspielzeugen zu spielen. Und natürlich schloss er eine Freundschaft mit Simba. Jetzt sind sie wie Pech und Schwefel, fast wie Brüder. Er hat es sogar geschafft, sich mit den Hunden anzufreunden. Jetzt haben sie keine Angst mehr vor ihm. Sie spielen zusammen. Er ist das verspielteste und lustigste haarige Familienmitglied im Haus. Anhänglich und immer schnurrend. Wahrlich, die Liebe kann jede Angst besiegen. Liebt euch gegenseitig. Kümmert euch um diejenigen, die schwächer sind als ihr. Beteiligt euch an unseren Wohltätigkeitsprojekten.
Ich möchte Ihnen danken, meine Lieben, denn dank Ihnen wird es in der ganzen Welt, in verschiedenen Städten und Ländern möglich, Gutes zu tun. Es ist möglich, solche guten Taten zu vollbringen, denn all dies sind Ihre Opfer. Nun, Hündchen, mein Süßes, du brauchst auch Futter. Wir werden ihn jetzt füttern. Ja, mein Süßer. Also, meine Lieben, Sie können allen helfen, sowohl streunenden Tieren als auch Menschen, die Sie brauchen. Vielleicht ist es eine Oma von nebenan, vielleicht ist es eine Familie in Not. Oder wenn Sie bloß zu unseren Seminaren und Kursen kommen, werden Sie bereits eine Wohltäterin. Sie helfen bereits Menschen, denn wir leiten alle Einnahmen aus unseren Seminaren an Menschen weiter, die diese finanzielle Unterstützung wirklich brauchen. Tun Sie Gutes. Lassen Sie diese Welt zu besser Ort werden. Unterrichtsstunde des Maultrommelspiels. Der Schamane erklärte Saoxiant, wie man die Geister beschwören und die Maultrommel spielen soll. Nimm zunächst die Maultrommel in die Hand und drücke sie mit den Zähnen zusammen. Lass die Luft nur durch die Nase strömen, atme nicht durch den Mund. Schlage vorsichtig auf die Zunge der Maultrommel. Hörst du, wie es klingt? Verschmelze mit ihrer Schwingung. Saosch probierte es aus. Die Maultrommel antwortete sanft. Gut. Verstehe nun drei sehr wichtige Dinge. Welche? Erstens, dein Kopf ist ein Resonanzkörper für die Maultrommel. Ihre Zunge sind deine Stimmbänder. Und mit Hilfe deiner Zunge, der Bewegung der Lippen, der Veränderung des Volumens im Kopf, im Rachen, der Erzeugung verschiedener Geräusche durch dich, wird deine Maultrommel die eine oder andere Melodie spielen. Du hast das schon mal gemacht, oder? Ja, seit der Kindheit versuche ich, die Maultrommel zu spielen. Das ist gut, reicht aber noch nicht. Was denn noch? Zweite Regel. Du musst alles sehen, was du spielst. Unsere Freiflächen, die Natur, Tiere, die du zur Hilfe rufst, Naturgeister, Wasser, Feuer, Wald, Luft und andere. Stimme dich ein und sprich das alles. Wie das denn? Sprich einfach mit den Stimmen dieser Tiere, den Stimmen der Geister. Der Stimme des Wolfes, des Auerhahns, des Kojoten, des Fuchses, des Raben, des Bären. Verschmelze mit ihnen, schau dir ihre Bilder an und spreche in ihren Sprachen. Das kann ich nicht ganz so gut. Aber Bären und Wölfe sind auch nicht so gut darin. Macht nichts, es wird bald klappen. Behalte aber die wichtigste Regel im Hinterkopf. Welche? Das Dritte und das Wichtigste, was du verstehen musst, ist, dass du zu all dem werden musst, was du siehst und tust. Es muss bei dir ein Gefühl der vollständigen Auflösung entstehen, als ob es dich nicht gibt. Ein Zustand des totalen Verschmelzens mit dem, was du siehst und tust. Du selbst musst dich auflösen. Genau dann werden die Geister zur Hilfe kommen und beginnen, das zu tun, worum du sie bitten wirst. Ja, Schamane des Nordens, ich werde mich bemühen. Dann beginne.
Und Zhao Xiant begann sein Ritual. O Geister, wer möchte mir in der guten Sache des Dienens, den Menschen helfen? Kommt zu mir! Nachdem er dies gesagt hatte und eine feste Absicht hatte, setzte Zhao Xiant die Maultrommel an seine Lippen und begann zu spielen, wie Kam es ihm zeigte. Geheimnisvolle, bezaubernde Klänge hallten durch Chädie. Es schien, als ob der gesamte Raum um ihn herum im Einklang mit der Maultrommel zu vibrieren begann. Waldgeister kamen dem jungen Schamanen zur Hilfe. Zuerst ging heimlich ein Wolf vorbei, dann flog ein Auerhahn vorbei, bald rannte der rothaarige Fuchs des Waldes vorbei. O Geister des Waldes, Geister der Kraft, meine Gehilfen, helft mir, den richtigen Geist zu sehen und ihn für diesen Teil zu gewinnen. Gut, ich werde dir helfen. Ja, ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Wie du möchtest. Einige Zeit später sah Zhao Xiant im Zwielicht, das von einer schwachen und instabilen Flamme der Feuerstelle beleuchtet wurde, eine braune, spiralförmige Figur. Sie war sehr lebendig, sie pulsierte und es entstand ein Eindruck, als ob sie atmet. An den Enden verengten sich die Spiralen und in der Mitte waren sie breiter. Sie erinnerte an eine Ellipse. Die Figur rotierte im Uhrzeigersinn und entlang der ganzen Spirallänge hatte sie Augen mit blendend türkisblauer Farbe. Sie schauten aus einer außerweltlichen, dem Verstand unzugänglichen Tiefe heraus. Und jedes Auge schaute zugleich um sich selbst und auf Zhao Xiant. Dabei entstand in dem jungen Mann das Gefühl, als ob er durchschaut würde. Jedoch widersetzte er sich dem Schrecken und begann, mit diesem Geist zu sprechen. Wie heißt du? Shagir. Was kannst du? Ich habe eine Vision von dem, was nicht der körperlichen Vision unterliegt. Ich kann den Weg vorschlagen, dich darauf führen, Gefahren vorhersehen, dir helfen, Glück zu finden, dir den Weg an gute Orte ebnen. Und auch die Vergangenheit und die Zukunft sehen. Gut, dann, Shagir, niste dich in meinem Gegenstand ein. Die ungewöhnliche Vision näherte sich dem jungen Schamanen und danach seinem Gegenstand. Er wird dein Haus und deine Obhut sein. Shagir verwandelte sich in einen leuchtenden Wirbelwind und drang sofort in das Objekt ein. Und im nächsten Moment verstummte alles. Die Geräusche ringsum verstummten und es herrschte eine dichte, elastische Stille. Der junge Mann sah seinen Schamanenlehrer fragend an. Sehr gut. So wirst du bald über einen ganzen Pack von Geistern verfügen. Große Taten wirst du vollbringen. Das würde ich sehr gerne. Nun komm. Hänge diesen Anhänger an die Seite des Tamburins. Jetzt wird dieser Geist die ganze Zeit bei dir sein. Und wenn du seine Hilfe brauchst, dann kannst du dich jederzeit an ihn wenden. Wie großartig! Warte, freu dich nicht zu früh. Es wartet eine lange und mühevolle Arbeit auf dich. Lade deine Bekannten und Freundinnen ein. Teile mit ihnen den Link zu diesem Video. Je mehr wir sind, desto schneller werden wir die Welt retten. Wenn du ein Geschenk, eine besondere Musik der Weltraumfrequenz erhalten möchtest, dann hinterlasse deinen Kontakt. Klicke auf den Link und wir werden dir dein Geschenk per E-Mail zusenden. Folge dem Link in der Beschreibung oder scanne den QR-Code. Du wirst erstaunt sein über die starke positive Wirkung dieser Musik. Deren positive Wirkung wurde in wissenschaftlichen Studien bewiesen und stammt aus alten Tempeln.
Das aufregendste Abenteuer deines Lebens. Zyklopen und Zentauren warten auf dich. Engel werden deine Mentoren in der Welt der Wunder sein. Nimm die Energie. Werde eine Quelle des Lichts. Rette den Planeten. Erfahre die Geheimnisse der grünen Männchen und des Lebens auf anderen Planeten. Wie die Götter dein Schicksal bestimmen und ob es geändert werden kann. Alle Geheimnisse der Menschheit, des Lebens und des Todes, Engel und Geister in dem animierten Meisterwerk Zwischen den Welten, die Abenteuer der Seele. Ha 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 ha!